Frau Präsidentin, vielen Dank dafür, dass Sie mir das Wort erteilt haben. Meine Damen und Herren, vielleicht mal beginne ich etwas ungewohnt. Ich möchte mich an dieser Stelle mal ausdrücklich bei der FDP bedanken. Ja, zuhören. Weil ihr es war, zusammen mit uns, die gesamte Legislaturperiode dieses Thema hochgehalten haben und an diesem Thema gebohrt haben und darauf hingewiesen haben, wie wichtig Open Data ist. Und jetzt, kurz vor Toreschluss, beginnen die regierungstragenden Fraktionen endlich, muss ich sagen, zu reagieren. Sie legen ein Open-Data-Gesetz vor. Ich kann nur sagen, danke, vielen Dank an dieser Stelle. Opposition scheint dort Wirkung zu zeigen. Aber, und jetzt kommt der negative Teil, was wir jetzt hier haben als Vorlage dieses Open-Data-Gesetzes, ist halt das klassische Vorgehen bei Schwarz-Grün, was wir auch beim Klimaschutzgesetz gesehen haben, was wir beim Lobbyregister und bei vielen anderen gesehen haben. Es ist die Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, den es überhaupt geben kann, bis hin zur völligen Wirkungslosigkeit. Es bleibt am Ende ein vielversprechender Gesetzesname, der inhaltlich völlig entkernt ist. Jetzt will ich Ihnen zugutehalten, dass Open Data nicht das Thema von Schwarz-Grün ist. Das können wir feststellen. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, in den Koalitionsvertrag zu schauen von Schwarz-Grün. Mit einer einzigen Zeile wird Open Data dort erwähnt. Und dann schauen wir uns noch einmal genauer an, was denn da diese Koalition über Open Data überhaupt sagt. Zitat von Seite 166 der einzigen Fundstelle. Wir wollen eine Darstellung der wichtigsten Daten des Haushaltsplans in Form eines interaktiven Haushalts mit aussagefähigen Grafiken für jeden zugänglich auf der Homepage des hessischen Finanzministeriums schaffen. Das versteht diese Koalition unter Open Data. Und wenn man dann einmal hinschaut, was man auf den Seiten des hessischen Finanzministeriums findet, dann ist dort nichts. Nichts zu finden. Also, das ist das Konzept von Open Data, worauf sich Schwarz-Grün geeinigt hat. Und deshalb kann es auch nicht überraschen, dass Sie hier einen solchen wirklich inhaltsentleerten Gesetzentwurf vorgelegt haben. Sie schaffen es tatsächlich noch, diesen Minimalkonsens und das, was Sie im Koalitionsvertrag angekündigt haben, zu unterlaufen. Was sich jetzt wie eine völlig unverschämte Pauschalkritik anhört, möchte ich in einigen wenigen Punkten noch einmal ausführlich darstellen. Und ich hoffe, das werden wir auch ausreichend in den erforderlichen Anhörungen noch diskutieren. Unter finanzieller Aufwendung heißt es, Zitat, bei der Ermittlung der finanziellen Auswirkungen müssen die weitreichenden Übergangsvorschriften beachtet werden, die auf Wunsch der Ressorts eingeräumt worden sind. Das heißt im Klartext verständlich, die eh viel zu schwachen Regelungen werden frühestens in 2027 wirklich wirksam. Bis dahin gibt es eine Vielzahl von Hinderungsgründen und Ausnahmetatbeständen. Aber, meine Damen und Herren von der regierungstragenden Fraktion, die offenen Daten werden heute gebraucht und nicht erst 2027. Der zweite Punkt. Wichtige Bereiche, besonders dort, wo viele wichtige Daten anfallen, regeln Sie mit einer Kannvorschrift. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben darauf bereits hingewiesen. Mit einer Kannvorschrift, und wir kennen ja das Ergebnis dann zum Beispiel vom Informationsfreiheitsgesetz. Auch dort heißt es für die Kommunen, sie können eine Informationsfreiheitssatzung erlassen. Und wenn wir dann den Realitätscheck machen, stellen wir fest, kaum eine Kommune hat es für sich in Anspruch genommen, Informationsfreiheit geregelt. So wird es bei Open Data auch gehen. Insofern, die wichtigen Daten bleiben verschlossen. Und das Dritte, meine Damen und Herren, sind die vielen Ausnahmeregelungen, die Sie schon heute in diesem Gesetz haben. Also, es geht nur um Daten, die Auskunft über Tatsachen geben sollen, die außerhalb der Behörde liegenden Verhältnisse liegen. Die Türen der Ministerien sollen also weiter geschlossen bleiben. Wenn nachteilige Auswirkungen auf behördliche Entscheidungsprozesse zu befürchten sind, auch dann soll es kein Open Data geben. Ja, geht es denn bitte noch unkonkreter? Selbstverständlich,
wir haben das als LINKE nicht anders erwartet, sind Verfassungsschutz und Polizei ausgenommen, egal worum es konkret geht. Und dann haben Sie noch einen Passus mit eingebaut, in dem es heißt, Geschäfts-, Betriebs-, Berufs-, Unternehmensgeheimnisse, all das hat auch Open Data nichts anzugehen. Was bleibt noch übrig, meine Damen und Herren, in diesem Gesetzentwurf? Herr Abgeordneter, Ihr letzter Satz bleibt übrig. Der letzte Satz bleibt übrig, dann werde ich den jetzt auch sagen. Was bleibt übrig? Ein Open Data ohne Data. Es ist schade, dass Sie das hier in der Form vorgelegt haben. Wir freuen uns trotzdem auf die Anhörung und werden sicherlich dazu unsere Kommentare geben. Vielen Dank.